Bestimmt kennt ihr Menschen, die älter sind und sich beklagen, dass ihre Arme zu kurz sind, um die Zeitung beim Lesen halten zu können. Oder ihr habt Kinder gesehen, die Brillen haben, hinter deren Gläser die Augen unnatürlich groß aussehen. Beides sind Formen von Weitsichtigkeit. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Medizin nachgefragt, einer Sendung von Asklepios. Um alles über Weitsichtigkeit zu erfahren, interviewe ich heute Professor Marc Chargus, der Chefarzt der Augenheilkunde in der Asklepios-Klinik Nord-Heidberg. Okay, gut, dann schauen wir uns die Augen jetzt mal an. Mal schön geradeaus schauen, einmal nach rechts schauen und nach links. Jawohl, dann gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Hier auch nochmal nach rechts schauen und nach links schauen und wieder geradeaus. Gut, alles klar. Dann... Herr Professor Chargus, Weitsichtigkeit ist ja sprachlich doppeldeutig, heißt ja auch vorausschauend. Aber in der Augenheilkunde definieren Sie das ja anders. Ja, da ist das ganz anders. Bei uns ist es so, dass es ja die Kurz- und die Weitsichtigkeit gibt. Die Weitsichtigkeit bezeichnet dass, den Zustand, dass das Auge zu kurz ist, sprich, dass der Brennpunkt, also der Lichteinfall über Hornhaut und Linse, so gebrochen wird, dass der Brennpunkt hinter der Netzhaut fokussiert und es in dem Bereich dann entsprechend ein unscharfes Bild gibt auf der Netzhaut, die weiter zu weit vorne liegt. Ist das angeboren? Das ist häufig angeboren, das ist genetisch. Es ist aber sogar so, dass eigentlich alle, wenn sie geboren werden, erstmal hyperop sind, also weitsichtig. Das reguliert sich in der Regel im ersten Lebensjahr. Dann bleiben noch so ungefähr 5-10% übrig, die weitsichtig sind. Und dann im weiteren Verlauf des Lebens kommen immer noch mal Patienten dazu. Und wenn man dann schaut, in einem Bereich zwischen 35 und 75 Jahren ist das gar nicht so selten. Da sind knapp ein Drittel der Bevölkerung leicht hyperop, das heißt so mit plus 0,5, plus 1. Also ein nicht ganz unerheblicher Anteil der Bevölkerung. Bemerken die das alle? Initial nicht so stark. Es kommt darauf an, wie stark die Hyperopie ist. Man kann das nämlich ausgleichen über die sogenannte Akkommodation, also das Einstellen der Linse, die ihre Brechkraft ja ändern kann. Und so kann das zumindest kaschiert werden. Aber die Patienten haben schon gewisse Beschwerden, gerade wenn sie sich längerfristig auch beim Lesen fokussieren, weil sie hier noch mehr akkommodieren müssen als ein normalsichtiger Patient. Das heißt, die Patienten berichten dann über Leseprobleme, Kopfschmerzen, auch ein trockenes Auge kann auftreten, aber auch Schielen zum Beispiel kann auftreten durch diese verstärkte Akkommodation, die auftritt. Das heißt, das sind alles im Prinzip Folgen der zu starken Anstrengung der Augenmuskeln, kann man das so sagen? Also zumindest der Akkommodation, also des Muskels, der im Auge die Einstellung der Linse vornimmt und damit die Brechkraft ändert, der wird im Grunde überbeansprucht. Was wird bei Weitsichtigkeit alles untersucht? Da ist nun ganz wichtig, gerade das bei Kindern rechtzeitig zu entdecken, weil das durchaus eben auch zu Schielen führen kann oder auch zu einer Schwachsichtigkeit im weiteren Verlauf, wenn es nicht entsprechend ausgeglichen wird. Das heißt, hier ist ganz wichtig, die Sehschärfe zu bestimmen. Und dabei muss man aufpassen, dass man diese Sehschärfebestimmung nicht einfach so beim Patienten durchführt, weil dann natürlich diese Akkommodation einen Wert ergibt, der fast normal ist, weil das Auge das eben noch ausgleichen kann bei jüngeren Patienten. Sodass hier ganz wichtig ist, den Muskel, der die Akkommodation auslöst, zu hemmen. Das kann man mittels Augentropfen machen, ihn zu lähmen, sodass sie quasi den Normalzustand des Auges dann ausmessen können. Und dann tauchen häufig solche Refraktionsfehler auf, die man dann entsprechend ausgleichen muss. Das heißt, die Weitsichtigkeit fällt dann erst richtig auf, wenn sozusagen der Muskel, der das scharf stellt an der Linse, entspannt ist. Dann kann man das im Grunde richtig ausmessen erst. Ja. Und bei Kindern ist oft, Sie hatten jetzt Schielen erwähnt, das vergesellschaftet. Wie kommt das da? Das kann auch eben durch diese erhöhte Akkommodationsleistung entstehen, dass die Kinder dann in dem Zusammenhang eben auch verstärkte Augenmuskelbewegungen haben und es dann eben zu einem Schielen kommen kann, weil eben dieser Reiz da ist, noch stärker zu akkommodieren. Wie kann man die Weitsichtigkeit
behandeln oder korrigieren? Ja, hier ist das Einfachste die Brillenkorrektur, wobei man hier immer berücksichtigen muss, dass das gerade bei hohen Hyperopien nicht unbedingt schön aussieht. Das sind Sammellinsen, die also das Licht und den Bildeindruck vergrößern, sodass die Augen dann sehr groß aussehen, das wird jeder schon mal gesehen haben. Und auch in den Randbereichen können sogenannte Skotome dann auftreten, das heißt, dass der Bildeindruck an den Seiten nicht ganz optimal ist. Nächste Möglichkeit ist, das Ganze mit Kontaktlinsen auszugleichen. Das geht natürlich bei kleinen Kindern nicht so gut, aber bei Erwachsenen dann gut. Und wenn auch die Lösung nicht gut vertragen wird zum Beispiel, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze mittels einer Laserbehandlung an der Hornhaut zu korrigieren. Wobei anders als bei den Kurzsichtigen das hier so ist, dass man nicht so viel Refraktionsfehler ausgleichen kann. Da ist bei plus 3 schon Schluss. Also anders als bei den Kurzsichtigen, wo man auch höhere Kurzsichtigkeiten mit dem Laser ganz gut behandeln kann. Mhm. Und alternative Möglichkeiten sind noch der Einsatz von sogenannten Kontaktlinsen, die ins Auge eingesetzt werden, also intraokulare Kontaktlinsen. Oder bei älteren Patienten dann auch der Austausch der Linse, also eine Kataraktoperation, bei der man dann auch diesen Refraktionsfehler ausgleichen kann. Wenn man also zum Beispiel wegen dem grauen Star die Linse sowieso tauschen muss, dann macht man das und korrigiert dabei gleichzeitig die Weitsichtigkeit, richtig? Genau, das ist der Vorteil, wenn dann irgendwann die Katarakt-OP ansteht, dass man solche Fehler dann mit ausgleichen kann. Nimmt die Weitsichtigkeit beim Wachstum zu oder bleibt sie gleich? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja eine gewisse genetische Komponente auch, die wichtig ist, die das Ganze quasi triggert, also dass sich überhaupt eine Hyperopie entwickelt. Aber das ist unterschiedlich. Das kann mehr oder weniger werden. Wenn jemand eine Weitsichtigkeit hat, leiden solche Menschen auch häufig unter anderen Augenerkrankungen? Ist das kombiniert? In jungen Jahren eher nicht, aber ein Risikofaktor ist zum Beispiel die hohe Weitsichtigkeit für einen Glaukomanfall. Hier ist es so, dass im höheren Alter die Linse altersbedingt dicker wird und dadurch der Bereich im vorderen Augenabschnitt flacher und schmaler. Und da kann es dann im Einzelfall mal auftreten, dass der Abflusskanal, über den das Wasser, was im Auge produziert und auch wieder abläuft, abgedrückt wird, und beim Abdrücken dieses Kanals kann es dann zu einem sehr starken Augeninnendruckanstieg kommen, was man als akuten Glaukomanfall oder akuten Winkelblock bezeichnet. Und das kann sehr schmerzhaft sein und ist dann auch einer der Notfälle in der Augenheilkunde, die schnellstmöglichst behandelt werden müssen. Das ist also ein Punkt. Zweiter Punkt ist, dass man weiß, dass auch Netzhautaufspaltungen bei diesen Patienten häufiger vorkommen, sogenannte Retinoschisis. Die tritt in 70% bei Hyperopen-Patienten auf, was eben auch auffällig ist, aber eher eine seltene Veränderung ist, die meistens auch keiner Behandlung bedarf. Also es sind ja zwei recht gefährliche Veränderungen, die da auftreten können. Heißt das, dass auch Menschen mit Weitsichtigkeit noch eher Vorsorgeuntersuchungen für den grünen Star machen sollten? Also in der Regel empfehlen wir ab dem 40. Lebensjahr die Vorsorgeuntersuchung. Das reicht eigentlich aus. Früher kommt es eigentlich selten zu richtigen Glaukomanfällen durch diese Blockierung des Abflusskanals. Aber bei der Vorsorgeuntersuchung wird auch das in der Regel mit untersucht, sodass man hier einen gewissen Risikofaktor dann auch schon sehen kann und dann auch diese Patienten engmaschiger kontrolliert. Es gibt ja auch die Altersweitsichtigkeit. Wie kommt es dazu? Das ist ein ganz anderer Mechanismus. Hier ist es so, dass die Linse ihre Fähigkeit zu akkommodieren, also die Brechkraft zu ändern, verliert. Das ist ein Prozess, der schon im frühen jugendlichen Alter losgeht. Da hat man noch eine sehr starke Möglichkeit dieser Akkommodation. Und so in den Mitte der 40er Lebensjahre nimmt das dann rapide ab, sodass die Möglichkeit der Nah- und Ferneinstellung bei diesen Patienten oder Menschen einfach nicht mehr möglich ist. Und das ist dann der Punkt, wo dann viele Patienten eine Lesebrille benötigen. Das heißt, dass man eben für die Nähe nicht mehr richtig scharf stellen kann. Das ist im Grunde die Altersweitsichtigkeit. Lässt sie sich irgendwie vermeiden oder verzögern?
von Seiten der Patienten? Gibt es leider keine Möglichkeit. Wäre schön, wenn man das machen könnte, aber auch mit Training oder Ähnlichem kann man da nichts dran ändern. Das ist einfach ein Alterungsprozess der Linse. Man geht davon aus, dass die Linse eben härter wird mit dem Alter und dann auch diese Beweglichkeit nachlässt und diese Akkommodationsfähigkeit insgesamt dann so weit zurückgeht, dass man da keinen Effekt mehr hat, der einem hilft, eben für Nähe und Ferne scharf einzustellen. Wenn jemand mit Kurzsichtigkeit, der ja ohne Korrektur in der Nähe gut sieht, älter wird, kriegt er dann auch zusätzlich die Altersweitsichtigkeit, dass er also in der Nähe auch nichts mehr sieht und für alles eine Brille braucht, oder gleicht sich das eher aus durch die Sehstörung? Das ist ein relativ komplexer Vorgang, den Sie jetzt ansprechen. Es ist so, dass die Kurzsichtigen dann nur noch in dem Bereich scharf gucken können, in dem sie ihre Kurzsichtigkeit haben. Also wenn man seinen Nahpunkt zum Beispiel bei ohne Brille 50 cm hat, dann bleibt nachher der Nahpunkt auch bei diesen 50 cm. Das heißt, dass diese Patienten, was sie früher noch konnten, also noch weiter auch die Dinge näher am Auge zu erkennen, scharf zu sehen, dann verloren geht. Und theoretisch dann auch hier ein Nahzusatz dann notwendig ist, wenn man noch näher ran Dinge scharf erkennen möchte. Das heißt, dass dann diese Gleitsichtbrille. Genau, das ist dann der Punkt, dass man eben auch beim Kurzsichtigen ab einem gewissen Punkt eine Korrektur für die Ferne braucht. Die braucht er ja sowieso, aber dann eben auch für die Nähe noch einen Nahzusatz benötigt, um dann auch ganz in der Nähe noch scharf gucken zu können. Es gibt ja auch oft so die These, dass man sich die Augen verderben könne durch bei der Kurzsichtigkeit, glaube ich, durch Lesen im Dunkeln oder Computerarbeit. Gibt es auch in Bezug auf die Weitsichtigkeit irgendwelche Tätigkeiten, die sozusagen das Ganze befördern oder das Ganze schlechter machen? Also da gibt es nichts. Die Weitsichtigkeit ist, wie gesagt, in der Regel entweder familiär auch bedingt, also genetisch, oder einfach eine Entwicklungsstörung, dass eben das Auge weitsichtig wird. Anders eben als bei den Kurzsichtigen, wo das durchaus bekannt ist, dass man zum Beispiel durch viel Naharbeit oder auch bei schlechter Beleuchtung beziehungsweise bei wenig natürlichem Licht eine Zunahme der Kurzsichtigkeit über die Jahre gerade bei jugendlichen Patienten bekommen kann. Vielen Dank, Herr Professor Schargus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Wenn ihr Themen vorschlagen möchtet, könnt ihr das gerne in den Kommentarspalten machen. Bleibt gesund!